What is going on? Das sieht gut aus. Diese Straße da ist auch scheiße. Eigentlich sollten sie über die hier reinfahren, das wäre viel besser. Eigentlich. Aber nein, macht ja eh keiner. Hört ja keiner auf mich. Oh, hier ist auch ordentlich was los. Also hier ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Sehr gut. Das sollte sich demnächst auch erledigen. Die neuen Stromzähler bringen Frieden weg. Okay, also, ihr habt immer noch ein Problem mit den Toten. Mehr Budget da drauf. 120%. Und auf Müll auch 120%. So, dann warten wir mal ab, was passiert, ne? Hashtag lol. Need more Wohnungen, hä? Gucken, ob wir hier drunter durchfahren können. Weil, oh yeah, da müssen wir erstmal die Autobahn upgraden. Das ist ja mal ganz offensichtlich. Let's do it. Do it. Bam, bam. So, damit hier überall die Lautstärke mal ein bisschen runter geht. The same shit hier. Ja, da ist es schon gemacht, okay. Gut, dann the same shit auf der anderen Seite. Dip, 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 dip. Weil dann ist hier wenigstens ein bisschen ruhiger. Das muss sein, ja. Alright. That's better. Silent. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Straßenrunde durchziehen können. So eine. Ali. Natürlich. What else? Kein Update, sondern... Ja, klappt. Wundervoll. Okay, schön ist anders, ja. Ich dachte mir, den Platz effizient zu nutzen, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Okay, let's do that. Und dann, was war denn das jetzt hier? Gewerbe oder was? I don't know. Ne, ist alles Wohnung. Ja, dann machen wir das doch. Wer will schon nicht gern unter der Brücke leben? What is going on? Dim, dim, dim. Haben wir alles. Ja, das sieht gut aus. Alles erwischt. Glaube ich. Yo. Gut, Wasser. Ja, war klar, dass das noch nicht passt. Der Ort ist bereits belegt. Warum? Welcher denn jetzt? Also. Okay. Wasser am Start. Was war das denn schon wieder? Ja, komm. Cool bleiben. Und der Ahornplatz natürlich vergrößern. Das gehört auch noch alles dazu. Zack. Ahorn Plaza ist somit fertig. Hier ist kein Platz mehr. So, schon wieder ein bisschen was upreisen. Während wir uns die Verkehrskarte natürlich reinziehen. Ja. Ja, das sieht nämlich schon verdammt ungesund aus alles. Man müsste eine Landstraße hier rüberziehen wahrscheinlich. Aber da müssen wir natürlich erstmal nachschauen. Was geht ab? Was geht ab? Nur zwei Gebäude. Cool. Cool, cool. Weg. Hier müssen wir noch ein paar Wohngebiete reinsetzen wahrscheinlich. Weil hier eindeutig nicht genug Leute arbeiten. Wo sind denn die nächsten Wohngebiete hier? Ja, zu weit weg. Offensichtlich. Zu weit weg. Mhm. Dann machen wir doch hier ein Wohngebiet hin. Nee, das ist zu nah an dem Müllding. Vielleicht das mal einfach eins mitten rein. Bevor hier die ganze Zeit alles immer wieder abgerissen wird, ja. Setzen wir doch hier eins hin. Da. Do it. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber gut, es macht halt durchaus Sinn, das jetzt so zu machen. Ja, weil dann haben die auch mehr Arbeiter. Hashtag Gestank. Hashtag Shut up. Verkehr. Oh, das sieht so mies aus. Echt. So mies. Das ist unglaublich. Ob wir das jemals in den Griff bekommen? Na, mit dem Baustil werden wir sehen, ja.
Was mit dem Müll? Ach so, ja, stimmt, die lädt ja aus. Nee, tut sie nicht. Aber das muss ich jetzt gleich mal. Umlade. Irgendwas hatte ich doch hier gerade entleert. Was war denn das? Ein Friedhof, glaube ich, ne? Irgendwo war ein Friedhof voll. Wahrscheinlich hier, jawohl. Ist jetzt weniger geworden, ne? Ja, das geht. Okay. Ja, der muss geleert werden, anders geht's nicht. Okay. Ah, was ist denn hier zu laut? Die Autobahn. Kranke Bürger, ja, durch die Lautstärke. Okay, wir können natürlich dann halt Ärzte. Haben wir nämlich hier gar nicht, ne? Nö, natürlich nicht. Haben wir natürlich nicht. Dann bauen wir doch hier so ein Ärzte-Ding hin. Wo wir möglichst wenig abreißen müssen. Da. Bam. Got it. Okay. Gut. Ah, nicht gut. Weg. Und, oh Gott, weg, weg, weg. Aber langsam, aber sicher tasten wir uns an die Lösung ran. Ich sehe schon, es wird langsam. Ganz, ganz langsam. Das ist natürlich, Alter, was ist das denn? Das staut sich ja zurück bis hier. Da müssen wir eine Umgehungsstraße bauen. Können wir eigentlich Unterführungen bauen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. Nee, ne? Geht nicht. Nur nach oben. Nach unten geht nicht. Scheiße. Also keine Tunnel. Das ist schade. Das wäre nämlich mal ganz cool. Wo liegt jetzt hier schon wieder das Problem? Nicht genügend Käufer. Mhm. Hashtag beruhigen. Alter. Wer schreibt denn so? Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Da brennt was. Können wir nicht abreißen. Weil es brennt. Schade. Okay. Ja, ja, ja. Wir müssen immer noch mal ein bisschen die Verkehrskarte im Auge behalten. Weg. Aber gefühlt hat sich's gebessert, würde ich sagen. Ja, so rein gefühlt. Aber wir werden sehen. Hashtag MyS. Ja, mit der Ölindustrie bin ich auch gar nicht so zufrieden. Ne? Muss ich sagen. Gucken wir mal, ob das dabei bleibt. Look at that. Look at that shit. Die Abfahrt ist viel zu hart befahren. Das sind die ganzen Abfahrten hier. Die auch. Die Scheiße. Darum müssen wir uns dringend kümmern, bevor wir in die Innenstadt gehen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie wir das am besten lösen können. Aber es wird uns schon einfallen. Da geht bestimmt was. So, weg mit euch. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Vielleicht fällt euch ja was ein, ich habe keine Ahnung. Also momentan sind die Abfahrten sind echt scheiße und hier die, oh Gott, geht mir das gar nicht ab. Eigentlich müssen wir einen Highway oder sowas bauen, extra Highway, der halt obenrum alles verbindet nochmal. Ja, weil der kostenlose Nahverkehr, der scheint es ja nicht gebracht zu haben. Das hat nichts geändert, ja. So wie es aussieht, nicht wirklich. Das müssen wir auf jeden Fall... Können wir es eigentlich wieder rückgängig machen, wenn das nichts bringt. Ah, es sieht stark danach aus, dass das nichts bringt. Let's check it out. Kostenloser Nahverkehr. Erhöhte Nahverkehrsbenutzung. Keine Einnahmen. Ja, das erhöht es ja alles. Das machen wir natürlich rückgängig. Kostenloser Nahverkehr, my ass. So, überall liegt der Müll rum. Warum tut er das? Warum tut er das? Warum seid ihr alle voll? Warum liegt hier Stroh rum? Du bist entleert, ne? Das reicht. Genug entleert. Und hier so. Du wirst auch noch entleert. 95%. Dann müsstest du mehr Müll verbrennen. Ohne Scheiß. Das Ding ist zu klein. Eindeutig. KI. Boah, labert doch keine Scheiße. So. Die labern einen Mist, ne? Ich muss das Budget für Müll wahrscheinlich noch mehr erhöhen. Machen wir mal 150. Das ist Maximum. 150%. Dammit. Also wenn das Budget nicht reicht, dann echt null Ahnung, ey.
Hopp. Hauptsache, ich verdiene noch genug Geld, wa? Okay. Also der Nahverkehr ist jetzt nicht mehr kostenlos, richtig? Ja, ist nicht mehr kostenlos. Deswegen sind jetzt bestimmt einige auch ausgestiegen. Ausgestiegen auch, ja. Mental. Okay. Das ist natürlich shit, aber vielleicht wird jetzt das ein bisschen weniger werden. Das war das Falsche. Oh shit, das war das Richtige. Naja, egal. So, das kostet jetzt ein Schweinegeld mit dem Müll. Also wenn das jetzt nicht hinhaut, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Was ist denn hier? Ne, war nix. Ich dachte, ich hätte irgendwas überlesen, aber gut. Dann ist ja okay. Na, Strom. Ja, also ich denke, das wird jetzt gehen und dann werden wir die Leichenwagen genauso machen. Beziehungsweise das Gesundheitswesen generell. Und dann schauen wir mal weiter, ja. Hauptsache, wir haben noch Einnahmen, obwohl es stark schwankt, ne? Wir wollen noch mehr Industrie. Die Industrie wird doch eh nicht benutzt. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Und wenn ich mir das so angucke, ist das echt schweineteuer. Naja, aber wir haben genug Geld eigentlich. Solange wir nicht ins Minus kommen, warten wir mal ab. Wir verlieren auf jeden Fall Einwohner. Warum? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Mhm. Also, mehr Industrie. Das heißt, wir bauen eigentlich mehr Büros. Sonst, ne, macht's wieder okay. Sonst macht's Bam. Ganz einfach. Einfach Bam. So. Also, Büro, Büro, Büro. Yep. There you go. Zack. Buzzer. Natürlich. Zack. Und zack. Und nicht zu vergessen. Zack. Okay. Das sollte dann erstmal den Industriebedarf stillen. Vielleicht gehen wir auch komplett von der Industrie weg. Das geht auch nicht, ne? Aber von der schädlichen Industrie. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Werden wir sehen, ob das klappt. Okay, Wohnbedarf steigt auch wieder. That's great. That is awesome. Das heißt, wir könnten theoretisch hier noch was bauen, aber hier ist mir schon viel zu viel Chaos unterwegs. Wo liegt das Problem? Verlasse, ja, schön. Aber warum? Nicht genügend Käufer für die Produkte. Warum? Wer kauft die denn? Was soll ich denn da tun? Was sagst du? Nicht genügend Käufer für die Produkte? Gib mir mal einen Tipp. Grenze mehr Gewerbegebiete ab. Um Verkaufsorte für die Waren zu schaffen. Gut. Also. Müssen wir, ja, eigentlich da ein Gewerbegebiet mitten reinhauen. Weil das hier eh nichts gibt. Offensichtlich. Also weg. Ich hab jetzt das ganze Ding erwischt, irgendwie nicht. So, da hast du dein Gewerbegebiet. Weh, das reicht nicht, ey. Wehe, das reicht nicht. Ist das jetzt alles richtig? Passt, ja. Cool. Dann warten wir einfach mal ab und gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Genauso ist es ja wohl hier auch, oder? Nicht genügend Käufer. Nicht genügend Rohstoffe. Verlasse. Nicht genügend Rohstoffe. Nicht genügend Käufer. Was sind denn die Rohstoffe? Was braucht ihr denn? Sorge sehr viel, das Rohstoff-LKW. Ne. Okay, dann machen wir diese Industrie wieder weg. Deswegen ist hier der Verkehr auch so hoch. Das müssen wir leider ändern. So sieht's aus. Gebiet. Das da. Selecten. Dann machen wir hier auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Erzindustrie, ne? Das ist Erzindustrie. Was mit Öl? Strombedarf. Schmutzig und viel Umweltverschmutzung, auch wenn es auf lokaler Ebene macht, profitabel ist. Die Umweltbelastung wird gesteigert. Schauen wir mal, ob das besser geht. Die Frage ist halt, was benötigen die? Das weiß ich halt überhaupt nicht, ne? Das habe ich jetzt gesetzt. Jetzt müssen eigentlich alles abreißen nach und nach, ja. Und dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier so funktioniert oder nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ne? Ja, weg mit dem Schnutz. So, habt ihr jetzt was gebaut? Ne, irgendwas ist doch hier neu. Das hier ist auf jeden Fall neu.
Im Bau. So, fertig. Jetzt können wir mal gucken. Außer Betrieb. Why? Im Normalbetrieb. 0 von 24 Arbeitern. Ja gut, wir warten einfach mal ab, gucken, was passiert, würde ich sagen. Ne?